Moin Leute, hier zurück bei The Evil Within 2. Ja, jetzt haben wir noch Nebenmissionen und Hauptmissionen. Ich zeig's mal kurz eben. Kapitel 7 muss noch zu Ende bringen. Ein Auge für Kunst. Aber jetzt machen wir erstmal die Nebenmission hier wieder online. Aktiviere den Server im Mark. Da muss ich erst hier oben zurück und dann machen wir hier das mal eben an und fertig, weil dann kann ich irgendwann hier nämlich die ganzen Kisten öffnen, weil er hier mir alles öffnet. So, verstanden? Gut, ich auch. So, meine Ressourcen sind natürlich miserabel, ich habe nichts zum Nachladen wirklich und ja, alles mistig. Oh oh. Die hält ein bisschen mehr aus anscheinend. Die macht komische Geräusche. Spielen. Nego. Okay. Noch eine. Da will ich jetzt aber nicht mehr hin hier. So, wo geht's zur Nebenmission? Dort oben hin. Komme ich überhaupt durch? Da turnen die alle rum. Guck mal an, wie viel wenig Muni ich habe, ey. So gut wie nix. Echt behindert. Ich renne jetzt einfach mal rüber hier. Ich habe noch eigentlich genug Ausdauer. Sag mal. Gar nicht so einfach hier das Spiel. Wird immer schwieriger. Läuft. Oh, lang was. Flasche? Okay, nicht mit. So. Safehouse. Yay! Harpune hier vergessen, auch gut. So. Ich muss uns Mark. Okay, Mark war wie, was, wo? Warte mal. Ne, da muss ich durch den PC muss da hin, ne? Ja, irgendwie so. Mal gucken, wie das wird. Das mag, da bin ich da, wo ich hin will. Gut, alles klar.
So, hier bin ich erstmal im Safe-Bereich. Da muss ich hin. Sieht nicht schwer aus, aber da ist bestimmt noch ganz viel im Weg, was ich außen aus dem Weg räumen muss. Ja. Ich verstehe, was ich meine. Ich würde sagen, was ist hier los? Ist hier irgendwas, was ich vergessen habe? Ich glaube nicht. Eigentlich will ich noch ein bisschen Muni mitnehmen und so, aber irgendwie sehe ich hier gerade nichts. Naja, gut, Pech gehabt. Konzentrieren hier, ne? Nachher kommt hier irgendwie wieder so eine komische Anwandlung irgendwo aus der Ecke. Dann will mich auffressen. Ah, ist hier beim Schleimmonster gewesen, ne? Schleim ist aber irgendwie überall weg. Das wundert mich, ja. Kein Schleim mehr da. Oh. Wunderschön. Aber kein Loot. Schade. So, dieser Server, und dann kommen gleich bestimmt ganz viele kleine Monsters. Hat wohl funktioniert. Ja. Ich sollte zu Sykes zurück. Ja, guck mal, die Kiste kann ich schon gleich aufmachen. Ja. Ah, das brauche ich wahrscheinlich auch gleich, weil da gleich bestimmt ganz viele Monster ankommen. Also mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Nö. Ja, so, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann rennen bestimmt schon welche rum. Woher ich das auch wusste, ja, toll. Oh, ich muss irgendwie schnell wieder zurück. Ja, Na! Nee! Ja, ich bin so geil. Andere Richtung, auch geil. Ja. Ohne Witsch. Schneller! Lauf! Du Lappen! Schneller! Hilfe! Ui! Ah, jetzt müssen wir aufregen. Oh, puh. So, wo ist der Kaffee? So, erstmal entspannt, erstmal locker einen Schwaden, ne?
heiß und lecker. So, sieht doch schon mal gut. So, jetzt gehen wir zu Sykes zurück. Wunderschön, Nebenmission fast erledigt, nicht komplett, aber fast. Oben auf dem Dach war nicht auch noch so eine Box, die kann ich auch mal wegmuten gleich. So, da ist der Kaffee auch schon frisch gebrüht. So, noch mal kurz mit einer Runde speichern. So, und jetzt gehen wir mal zu Sykes. Die Kiste noch. Ja, das ist auch grün, ja cool. Gucken, was drin ist. Okay, ein bisschen Muni. Aber schon mal gut. So, kurz mal eben. Markieren, wenn ich nicht wieder irgendwo durch die Gegend irre. Da sind eigentlich noch ganz schön viele Monster unterwegs hier. Ich will gerne wissen, welche ich alle ausschalten würde. Ob die dann wegbleiben für immer oder ob dann wieder neue kommen. Aber ich muss jetzt erstmal. Weitergehen. Gucken, ob die Witch wieder hier ist oder nicht. Dürfte eigentlich nicht, ne? Ne, gut. Aber hinten in der Ecke ist ja noch eine. Werde ich mir auch noch irgendwo mal schnappen. Da hinten in der Ecke ist sie ja. Das war uns erstmal die Loot-App. Ich wusste, sie schaffen's. Der Server ist online. Ja, bin schon drin. Ich habe die Vorratskisten wie versprochen entriegelt. Versuchen Sie mal, die da zu öffnen. Ich habe schon welchen geöffnet. Ah, Handfeuerwaffe mit Schalldämpfer. Diese halbautomatische Pistole besitzt einen Schalldämpfer, der die Schussgeräusche dämpft, dadurch aber auch weniger Schaden verursacht. Bei wohl überlegtem Gebrauch lassen sich einzelne Gegner von Gruppen weglocken, okay. Ja, ist doch schon mal nett. Da ist sie. Okay, aber ich behalte meinen Laserpointer. Da kann ich vielleicht ein bisschen besser treffen. Auch nur vielleicht. Hier bin ich wieder auch nicht. So, dann gehen wir gleich direkt mal weiter. Aber wenn wir schon mal hier sind, speichern wir natürlich. Und dann gehen wir jetzt gleich weiter, um ein paar Bilder zu schroten. Und zwar dahin. Hin. Da sind wir eh da durch bei der Witch vorbei. Oh, wie geil, ey. Nee, das will ich so nicht.
Sorry Leute, aber das geht so nicht. So ein Fail mit einem einzigen Explosionspfeil, da meine ich. Da gibt es erstmal direkt erstmal den Speierpunkt. Oh, so doof ab und zu, ey. Obwohl ich mit Maus und Tastatur spiele, ey. Im Controller wäre es ja vielleicht ein bisschen, sag ich mal, zu entschuldigen, ne? Aber so. Also. Boah, probieren wir das Ganze nochmal, ne? Noch Pistolen habe ich ja, also habe ich einfach mal aufgefeuert. Oh, hier ist eine Tasche, achso. Tasche verbessert. Schrotmunition, ja schön. Warte mal, ich habe das markiert, diese Markierung schon wieder weg. Naja. Boah. Ich wollte es aber schon mal umkicken. Redet hier? So, welches Haus muss ich? Okay, das Hotel Sanctuary. Ich würde eigentlich gar nicht rein, um jetzt zu sein. Aber na gut. So, speichert es schon mal. Oh, das heißt nichts Gutes, wenn hier so viel rumliegt. Überhaupt nicht. Okay, das war's wohl. Oder? Man weiß es nicht. Soll ich da wirklich hochgehen? Ich bin mir unsicher. Oh, das ist ein Bild. Da ist das eine Bild noch. Okay, kann ich hier noch rein? Nö. Gut, Kunst zerstören. Bringen wir es zu Ende. Boing. So, Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Oh, scheiße. Obscura rennt da rum. Na, sauber. Schon wieder. Das ist Schlüssel. Okay. Das dürfte mich näher an das Kunstwerk bringen. Ja. Mist. Ich sollte vorbeischleichen. Okay, hat mich doch gesehen. Ist doch mega unfair. Ich hab mich geduckt.
Lauf! So, jetzt habe ich dazugelernt, ne? Boah. Geschafft. Hoffentlich war es das erstmal mit diesen Dingen. Ich glaube nicht. Das war knapp. Oh, das war knapp. Yeah. So, jetzt kann ich da rein. Betritt das Theater. Der Weg ist frei. Beide zerstört. Das dürfte funktioniert haben. Zurück zum Theater. Mal sehen, ob ich reinkomme. Yay. Yeah. Schade, wir wollen nicht rein. So, da kommen bestimmt gleich noch welche hier. Drum wetten. So, dann geh erstmal durch die Gassen zurück zum Speicherpunkt. Und dann werde ich hier, glaube ich, doch mal einen Cut setzen und dann das Finale später spielen. Hier irgendwie so ein komisches Viech irgendwie komisch rum. Das macht mir Angst. Boah, Kaffee schon ready? Yo. Sehr schön. So, wie gesagt, wir werden noch ein paar Upgrades machen, etc. Und dann gehen wir dann später nochmal ins Theater. Aber erstmal will ich mir jetzt hier ein bisschen aufpushen, etc. Und dann gehen wir dann später dahin. Boah, ist aufregend, du. Ist aufregend. Danke nochmal für Ihre Hilfe. Jetzt kommt der schwierige Teil. Schaffen Sie das? Aus Union verschwinden? Wie schon gesagt. Ich werde es versuchen. Aber ich muss mich durch Unmengen von Daten wühlen, bevor ich überhaupt anfangen kann. Hoffentlich schaffe ich es, bevor das hier alles nur noch aus Geröll und Gedärm besteht. Das wird eine Weile dauern. Wenn Sie aus Union entkommen, was dann? Wenn ich lebend aus dem Mobius-Gebäude rauskomme, deaktiviere ich erstmal meinen verdammten Chip. Chip? Ja. Jeder bei Mobius hat einen subdermalen Chip im Kopf. Sowas wie eine RFID. Nur viel weiter entwickelt. Und ich meine jeden. Vom Verwalter bis zu dem Typen, der die Toiletten putzt. Das machen Sie freiwillig mit? Sie sagen es so. Mitgliedschaft bietet Privilegien. Dieser Chip kann einem eine Menge Türen öffnen. Der Nachteil ist, dass Sie mir damit das Leben zur Hölle machen können, wenn Sie glauben, dass ich nicht gehorche. Darüber können Sie sich Gedanken machen, wenn Sie hier raus sind. Ich wäre auch daran interessiert, hier zu verschwinden. Nur zu gerne. Aber ich werde nicht auf Sie warten. Ich verschwinde, sobald ich einen Weg gefunden habe. Sie sollten hier bei mir bleiben und warten, bis ich es hinbekomme. Auf keinen Fall. Ohne Lilly gehe ich hier nicht weg. Wenn Sie sie finden, wird der Ort theoretisch wieder hergestellt und Sie kommen raus. Ich würde aber gerne mit Lilly durch die Hintertür raus. Mobius will sie einfach wieder an den Stamm anschließen. Und wer weiß, was sie mit mir vorhaben. Wenn wir raus könnten, wenn sie nicht hinsehen. So oder so, ich habe eine Menge zu tun. Sonst benutzt niemand die Hintertür. Verbinden wir unsere Kommunikatoren. Melden Sie sich, bevor Sie gehen. Geht klar. Viel Glück. Alles klar. Gut. So, wie gesagt, dann wollte ich noch mal kurz eben meine andere Dimension fliegen hier, würde ich gerade sagen. Mein Zimmer. So.
gucken, was ich noch alles basteln kann hier. So, wie habe ich denn 18 Dinger? Okay. So, sieht schon wieder ganz gut aus. So, 285 Waffenteile. Gut, was nehme ich jetzt mal die Schrote hier nochmal? Erhöht Feuerkraft, mehr Schaden, Feuerrate. Obwohl. Die Frage jetzt. Machen wir mal, ne? So, Errungenschaft wieder freigeschaltet. So. 80 hier, warte mal. Nachladen, 150. Kann ich den Levelbaum komplett fertig machen hier? Oder? Ja, genau, es würde genau passen hier. Na, Ladezeit, aber ich will viel Feuerkraft haben. Das finde ich immer wichtiger. So. Okay, so ein bisschen grünes Zeug habe ich ja auch noch. 4750, okay. Mal gucken, was ich da machen kann. Okay. Detective Castellanos, schön, Sie wiederzusehen. Ist das nicht ein bisschen langweilig, die ganze Zeit hier in dieser komischen Dimension rumzueiern? So, ruhige Hand. Schusshaltung, geringer Rückstoß. 5000 können wir eh nicht leisten. 8000. Okay, freischalten. Eh zu teuer. Gut, dann nehme ich mal jetzt hier ruhige Hand 2. So, jetzt gehe ich nochmal kurz in den Schießstand. Ich will nämlich nochmal gucken, ob ich da irgendwie ein bisschen was kriege. Und dann ist hier erstmal kurz Pause. So. Okay, also man kriegt immer, also ich müsste hier auf 60.000 kommen, dann kriege ich neue Sachen. Man sieht ja hier, was man kriegt. Shit. Zu langsam. Keine Sorge, wir sind hier unter uns. Ich verrate keinem, was eben passiert ist. Oh, Mist. Oh, ist gar nicht so einfach. Na gut. Soll ich noch einmal probieren? Nee. Scheiße. Naja, gut. Vorführeffekt. Ich wollte schon 60.000 Punkte erreichen. Was ist? Nichts passiert. So, jetzt gehen wir mal schnell speichern. Ja, wunderbest. Wie gesagt, jetzt muss ich, oder will ich nochmal erstmal hier schön cutten. Und dann geht's demnächst weiter in der nächsten Mission. Und dann geht's wahrscheinlich ins Finale von Kapitel 7. Ein Auge für die Kunst, betritt das Theater. Und dann wird da auch nicht Rambazamba gemacht. Aber das sehen wir im nächsten Bit. Danke fürs Zusehen und dann bis demnächst. Tschüss.